Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Zuallererst wichtige Info, Leute, 20 Uhr heute Abend auf Twitch ein neuer Stream. Das heißt, wenn ihr Lust habt, schaut gerne vorbei. Es wird eine Runde Chappy sagt geben oder auch mehrere. Und jetzt ab zum Video. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ihr werdet heute kein Gameplay im Hintergrund sehen. Es wird nicht um Black Ops 4 gehen. Das heißt, wenn ihr kein Interesse habt an einem Video, wo es nicht um Black Ops 4 geht, dann solltet ihr jetzt ausschalten, spart euch die Zeit, guckt euch lieber das letzte Video von Haptic nochmal an oder von wem auch immer. Heute geht es um das Thema TFue verklagt FaZe. Ihr habt das ja mit Sicherheit alle mitbekommen. TFue, einer der größten Content Creator der Welt, hat den FaZe Clan verklagt, in dem er jetzt seit längerer Zeit ist. Weil, also Grundstory des Ganzen ist, er hat einen Vertrag unterschrieben, einen lebenslangen Vertrag, der dem FaZe Clan im Prinzip Anteile von seinem YouTube-Geld, von seinem Twitch-Geld, von seinen Turniergeldern, irgendwie alles zusammengefasst, Teile davon an FaZe abgibt. Und ich will mich gar nicht so richtig groß dazu äußern, was davon stimmt und was nicht, sondern etwas, was ich selbst festgestellt habe, diese Knebelverträge auch von Netzwerken, die auch mich unter anderem betreffen und auch viele Content Creator und viele von euch fragen mich öfter, was kann ich machen, um größer zu werden, was für Content kann ich machen, wie kann ich das machen, muss ich mich verändern? Manchmal fragen mich Leute zu Netzwerken, soll ich da unterschreiben, ich habe ein Angebot bekommen und das ist ein Thema, da wollte ich schon länger mal in Ruhe drüber sprechen und deswegen machen wir das heute. Es gibt im Prinzip drei Gruppen von YouTubern. Also erstmal natürlich die kleineren, da gehöre ich ganz klar zu. Leute wie Mantel HD oder sowas. Ich würde mal sagen, so alles zwischen 0 und 20.000, 30.000 Abonnenten. Das sind so für mich, ich sag mal, der Kanal ist aktiv und die Aufrufe stimmen. Das sind kleine Kanäle. Dann gibt es natürlich so die mittleren Kanäle, so 30.000, 40.000 Abonnenten bis 100.000 würde ich sagen. Das sind so mittelgroße Kanäle, wenn ihr bedenkt, wir vergleichen jetzt nicht mit Leuten wie Ninja mit 20 Millionen Abonnenten oder TFue mit 10 Millionen Abonnenten, sondern in der Sparte, die wir so um uns herum sehen. Dann gibt es natürlich noch große YouTuber, Marcel Scorpion, Haptic mit zwei Kanälen jeweils sogar, Visca Barca, und ein paar amerikanische und natürlich noch ein paar deutsche. Ich will jetzt nicht jeden nennen, weil ich kenne auch nicht jeden, aber das sind so die drei Größen von Kanälen, die es gibt. Und mittlerweile ist eine Zeit angebrochen, wo auch schon kleine YouTuber von Netzwerken gefragt werden, ob sie nicht Interesse haben, so einem Netzwerk beizutreten. Und ich persönlich zum Beispiel, ich sage das auch ganz ehrlich, habe im letzten Monat über 700 Dollar mit YouTube verdient. Da sind jetzt keine Spenden von Twitch oder so bei, weil bei Twitch habe ich im letzten Monat nicht gestreamt. Ich habe knapp, ich glaube, 780, 790 Dollar oder sowas verdient und umgerechnet knapp unter 700. Davon gehen ein bisschen Steuern ab als Kleingewerbe, also es bleibt noch genug übrig, keine Sorge, aber das war schon relativ viel. Waren auch sehr viele Aufrufe im letzten Monat. Es kommt immer darauf an, wie viel man pro Aufruf auch bekommt. Das entscheidet Google immer pro Monat und welche Werbeanzeigen, also da kommen viele Faktoren zugange. Aber ich habe kein Netzwerk, ich produziere meine Videos selber. Ich habe mir meine Ausrüstung selber gekauft, mein Rechner hat 800 Euro gekostet. Ich habe hier zwei Monitore stehen, eine Webcam, ist alles selbst finanziert, ohne ein Netzwerk, ohne einen Partner, ohne einen Sponsor, ohne alles. Netzwerke und in den letzten Wochen, wirklich in den letzten 4-5 Wochen, hat es fast überhand genommen, habe ich fast täglich oder bekomme immer noch täglich Anfragen von Netzwerken, von kleineren, von größeren, von seriöseren, die man vielleicht schon kennt, von anderen großen Content-Creatern und von eher unseriösen. Und die Netzwerke bieten euch im Prinzip immer wieder das Gleiche an. Ihr kriegt eine riesengroße Musikbibliothek. Das sind oftmals aber Songs, die ihr, wenn ihr No Copyright Songs eingebt, auch so bei YouTube finden könnt und runterladen könnt. Zahlt ihr trotzdem nichts für. Denn was ganz hilfreich sein kann, ID-Content, das heißt, euer Content wird von den Netzwerken überwacht und wenn irgendjemand euren Content nimmt und den sozusagen 1:1 klaut und hochlädt, dann kriegen die eine Benachrichtigung, kriegen eine Info und können da was gegen tun rechtlich. Die helfen euch bei Rechtsfragen, wenn ihr zum Beispiel einen Urheberrechtsanspruch irgendwo habt, wenn ihr einen Strike bekommt, weil ihr zum Beispiel in dem Video jemanden beleidigt oder er Content klaut. Da gibt es ganz viele Gründe, warum man Strike bekommen kann, aber die kümmern sich darum.
viel, viel mehr machen sie eigentlich nicht. Es wird immer versprochen, man hat durchgängig einen Ansprechpartner, das Kanaldesign wird noch überarbeitet, es werden Hilfestellungen zu den Videos gegeben, dann gibt es manchmal noch so Media-Abteilungen. Und ich rede jetzt wirklich nicht von den zwei, drei großen Netzwerken, die professionell aufgestellt sind, sondern eher so von den kleineren. Und ihr müsst dafür im Prinzip für diese Dienstleistung, die ihr bekommt, Geld bezahlen. Und zwar in Form von Ad Revenue. Das heißt, wenn ich Werbung auf meinem Kanal schalte und ich kriege pro Video 10 Euro zum Beispiel, nehmen die Netzwerke zwischen 30% und 50% eurer Einnahmen. Das ist so ungefähr der Schnitt. Das heißt, ich hätte für letzten Monat dafür, dass ich im Prinzip nicht viel bekommen hätte, vielleicht ein, zwei Lieder nehmen können, die ich so nicht nehmen kann, hätte ich statt ungefähr 700 Euro nur zwischen 400 und 500 Euro bekommen. Der Rest wäre an ein Netzwerk gegangen. Und wenn ihr jetzt überlegt, dass ihr vielleicht jetzt aktuell, ich habe jetzt knapp, glaube 9.300 Abonnenten oder so, ich habe natürlich das Ziel, dass der Kanal größer wird, so wie jeder andere Content Creator, der erfolgreich sein möchte. Vielleicht mal 20.000 Abonnenten, 50.000 Abonnenten. Das sind auch so Größen, wo man relativ ordentliches Geld verdienen kann. Natürlich darf man nicht vergessen, dass ich aktuell verdiene pro Video circa 10 Euro und sitze an einem Video mit Schneiden, Rendern, Aufnehmen, Bearbeiten, Thumbnail erstellen und, um die zwischen 2 und 4 Stunden. Leute wie Haptic sitzen teilweise 10 bis 12 Stunden an einem Video. Der hat zum Beispiel ganz andere Skills, was das Cutten angeht und ganz andere Voraussetzungen. Aber das nur so als Brandmarkung. Das heißt, ich verdiene für einen 3 bis 4 Stunden Aufwand 10 Euro. Wenn ihr euch das jetzt von der Arbeitszeit her zu dem Preis, den ihr dafür bekommt, vergleicht, ist der Stundenlohn ziemlich schlecht. Aber man fängt ja nicht mit YouTube an, um gleich am Anfang viel Geld zu verdienen, sondern um erfolgreich zu sein, um mehr Reichweite zu bekommen, um besseren Content zu bringen und automatisch dann eben noch ein bisschen mehr Einnahmen zu haben. Diese Netzwerke ziehen euch aber teilweise mit Knebelverträgen vom ersten Tag an die Kohle aus der Tasche. Das heißt, gerade am Anfang, wenn ihr euch neue Ausrüstung kauft, dann ist es meistens, ihr zahlt am Anfang erstmal drauf, bevor ihr diese ganze Kosten irgendwann wiederbekommt. Bei so einer Webcam zum Beispiel, ein Auna-Mic, neuer Rechner, die Sachen halten ja länger als einen Monat, aber bis ihr das wieder ausgeglichen habt von dem, was ihr ausgegeben habt, unabhängig von dem, was ihr an Zeit investiert, dauert das. Und diese Netzwerke nehmen euch im Prinzip einen Teil davon ab und das sind oftmals Knebelverträge, die wirklich, wirklich extrem sind. Die laufen dann Ewigkeiten teilweise. Und wenn ihr irgendwann größer werdet und ihr verdient plötzlich 1000 Euro im Monat oder Dollar, je nachdem, dann habt ihr das Problem, dass ihr immer noch in dem Vertrag drin seid. Es gibt mittlerweile Verträge, die laufen immer nur 30 Tage, die sind dann sofort kündbar. Es gibt mit Sicherheit auch seriöse Netzwerke, die diese Verträge anbieten, aber die meisten Netzwerke werden das nicht machen, weil man im Prinzip ja am Anfang die ganzen Boni von dem Netzwerk einkassieren kann, gibt ein oder zwei Monate ein bisschen von seinem Geld ab, gibt auch die Hoheit über seinen Kanal ab, das muss man dazu sagen, die Netzwerke entscheiden, welche Werbung auf eurem Kanal läuft danach, dadurch verdient die auch wieder mehr Geld. Und irgendwann seid ihr aber so weit, dass ihr so viel Geld jeden Monat abgebt, dass ihr da nicht mehr rauskommt. Und das ist das, was jetzt bei TFU und dem Face Clan aktuell ist. TFU gibt von seinen, er hat knapp 500.000 Dollar Preisgeld bisher gewonnen. Davon muss er laut seiner Angabe circa, ich glaube, 40% abgeben an dem Face Clan. Dazu muss er knapp 50 bis 80% von dem, was er auf YouTube und Twitch verdient, abgeben. Er darf keine eigenen Werbeverträge machen, muss die Werbeverträge vom Face Clan übernehmen. Und muss zu den Veranstaltungen gehen, die der Face Clan für ihn organisiert. Und muss von dem Geld auch noch was abgeben. Also das sind so die Sachen, die er mit seinem Rechtsanwalt in Kalifornien aktuell gegen den Face Clan aufbringt. Da gibt es ja schon die Gegendarstellung. Und ich habe gesagt, ich will mich dazu nicht komplett äußern, weil ich nicht weiß, was die Wahrheit ist. Diese Knebelverträge, in denen er drinne hängt, die haben auch oftmals für euch keine Kündigungsfrist. Das heißt, ihr sitzt da wirklich lange drinne. Und es ist sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Und diese Knebelverträge und all das, was dazugehört, kommen nicht nur von Netzwerken. Also, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber wenn ihr euch zum Beispiel die Organisation Impact an und für sich anguckt, mit Gun Elite, mit Haptic, mit Massi, Massi ist ja Gun Elite, mit Vasili, wer auch immer alles da drin ist, jetzt den neuesten Mitglied, Rassi heißt er, glaube ich, die haben ja auch gewisse Verträge, die sie mit den Content Creator abschließen. Wobei man dort zum Beispiel das Gefühl hat, die wohnen ja alle in einem Apartment oder Haus,
Das funktioniert da alles sehr gut und auch sehr fair auf einer fairen Ebene. Es gibt natürlich auch andere Kläne oder andere Organisationen, da funktioniert das nicht so gut. Und gerade wenn ihr junge Content Creator seid und vielleicht am Anfang von eurer YouTube-Twitch-Karriere steht, ist man, ich war auch bis vor ein paar Monaten echt geneigt, zu jedem Netzwerk erstmal Ja zu sagen, in der Hoffnung, ey cool, das hilft mir ja erstmal. Ich habe zu keinem Netzwerk bisher Ja gesagt, ich hatte ein, zwei Mal ein bisschen Gesprächsverhandlungen und auf die Frage, was mir denn groß geboten werden kann, was mir wirklich hilft, war es immer so, ja, vielleicht Produktplatzierung, das heißt, ihr sitzt dann irgendwann vor eurem Video und sagt, ey geil, Cola, solltet ihr mal kaufen oder G-Fuel oder Focus, wie das Zeug heißt. G-Fuel haben ja auch viele hier. Das sind so Sachen zum Beispiel. Das sind Produktplatzierungen. Ihr bekommt Geld dafür, ihr stellt das Produkt vor, ihr zeigt das, ihr trinkt das, ihr esst das und im Prinzip die Zuschauer kaufen das mit. Und das ist sozusagen der Deal für alle Parteien. Sowas wird euch mit angeboten, aber ich kann euch sagen, meistens lohnt sich das auch für die Netzwerke eigentlich nur, wenn ihr mehr Reichweite habt. Wenn ihr pro Video 500 Aufrufe habt, kann ich euch sagen, bekommt ihr keine $300 im Monat. Dafür, dass ihr eine Flasche Cola in die Hand haltet. Habt ihr aber, ich habe jetzt aktuell monatlich um die, ich weiß es gar nicht genau, 100.000, 150.000 Aufrufe mittlerweile, dann sind wir natürlich dabei, dass man im Prinzip 150.000 Möglichkeiten hat, ein Produkt zu verkaufen. Ich habe genau zwei Partner als Beispiel, einmal Ineva.com, wo man PlayStation-Karten kaufen kann und einmal für Gamer von Gamer. Der Controller herstellt. Von dem kriege ich zum Beispiel kein Geld oder so, da haben wir eine andere Abmachung. Ich habe zum Beispiel einen nagelneuen Controller von ihm bekommen und. Das ist eine andere Abmachung. Ich helfe ihm gerne dabei. Es ist ein Vollzeitprojekt von ihm, weil das coole Controller sind mit einer hohen Qualität. Jetzt nicht zu viel Werbung dafür, aber das ist so im Prinzip das, was ich an Partnerschaften habe. Und dann gibt es natürlich größere YouTuber, die andere Partnerschaften haben. G-Fuel und wie das alles heißt, will ich gar nicht drauf eingehen. Und wenn ihr jetzt junge Content Creator seid und ihr habt gerade mit YouTube angefangen oder ihr macht das schon ein bisschen und es kommen Netzwerke auf euch zu und die bieten euch was an, die bieten euch an, komm, mach für 2 Jahre einen Vertrag, wir kriegen ein Drittel von deinen Einnahmen, wir kümmern uns um deinen Lauf bei YouTube, das klappt schon alles. Überlegt euch genau, was ihr macht. Nehmt euch notfalls einen Rechtsanwalt. Hätte TFU sich damals einen Rechtsanwalt genommen bei dem Vertrag, wäre er mit Sicherheit günstiger davongekommen als das, was jetzt auf ihn zukommt. Allein heute hat er, glaube ich, knapp 25.000 Abonnenten verloren. Bei 10 Millionen ist das jetzt nicht so schlimm, in Anführungsstrichen. Aber es zeigt, dass egal, ob er recht hat oder nicht, so diese, das, was an Stress entsteht, wenn so ein Vertrag von einem von euch unterschrieben wird und ihr da raus wollt, dass das für keinen irgendwie von Vorteil ist. Außer für die Gerichte und Anwälte, die später ihr Geld damit verdienen. Also im Prinzip die Message von mir für alle von euch, überlegt euch genau, was ihr unterschreibt, wenn ihr mit YouTube anfangt oder es schon länger am Laufen habt, überlegt euch, ob es Sinn macht, einem Netzwerk beizutreten. Ihr könnt es auch schaffen ohne Netzwerk, ihr könnt es auch schaffen, ohne auf unseriöse Angebote reinzufallen. Und wenn ihr euch irgendwann nicht sicher seid, aber es klingt wirklich gut, nehmt euch die Zeit, egal ob ihr unter 18 seid oder über 18, fragt notfalls eure Eltern, guckt, ob ihr eine Rechtsberatung bekommt. Fallt nicht drauf rein. YouTube und Twitch, es ist ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft. Mehrere Millionen Leute streamen jeden Tag, laden neue Videos hoch und verdienen viel Geld damit. Und im Prinzip, die Netzwerke warten nur darauf, die Möglichkeit zu haben, einen Teil von dem Kuchen abzubekommen. Und denkt dran, ihr selber macht den Content. Das heißt, ihr seid für euch selbst verantwortlich. Kein anderer übernimmt für euch das Ganze. Ihr müsst vor der Kamera sitzen, ihr müsst mit eurem Gesicht hinhalten, ihr müsst zu dem stehen, was ihr sagt. Und mit den Konsequenzen leben, die ihr im Prinzip selbst hervorruft. Das sollte eigentlich nur das Video heute sein. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich würde mich drüber freuen, das wäre toll. Lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.